Landtag Salzburg, Privatisierung von Wasser. Und weil wir so gut drauf sind, kriegt der Emil Fink natürlich noch einmal einen großen Applaus. Bitte schön. Und ich habe wieder einen Fehler gemacht. Emil Fink kommt von der Hack Neumarkt. Also nochmal einen Applaus für den Emil Fink. Die Privatisierung von Wasser. Wenn der Brunnen trocken ist, schätzt man das Wasser. Unsere tägliche Dusche ist kein Luxus mehr. Wir verbrauchen Wasser schon durch die Betätigung der Klospülung. Für die Industrie ist es ein wichtiger Rohstoff zur Erzeugung von Grundnahrungsmitteln. Was ist ein Glas Wasser wert? In regenarmen Zeiten, in der Wüste. Manchmal scheint es, als sei sich der Mensch seiner Abhängigkeit zu Wasser nicht bewusst, obwohl er selbst zu 80% daraus besteht. Der Mensch hat ein Recht auf dieses lebenswichtige Gut. Durch die Privatisierung von Wasser wird ihm dieses Recht eingeschränkt und oft sogar entzogen. Die Privatisierung von Wasser wurde in den 90ern populär. Um das Defizit im Staatshaushalt zu stopfen, boten Regierungen großen Konzernen an, die Wasserversorgung für die Bevölkerung zu übernehmen. Zu den Staaten, die das Recht auf die Wasserversorgung verkauften, gehört Großbritannien. Ich habe mir die Frage gestellt, welche Folgen die Privatisierung für die Menschen in Großbritannien hat. Für Großbritannien sind die Folgen der Wasserprivatisierung fatal. In Großbritannien gehen pro Tag 3,4 Milliarden Liter Wasser durch Lecks im Leitungsnetz verloren, weil die Besitzer der Wasserleitungen auf die kostenintensive Reparatur verzichten. Mit dieser Wassermenge könnten zusätzlich 22 Millionen Menschen mit Wasser versorgt werden. Aufgrund meiner Recherche weiß ich, dass ein österreichischer Vier-Personen-Haushalt jährlich im Schnitt 150 Euro zahlen muss. Und wir haben, wie ihr wisst, unser Wasser nicht privatisiert, obwohl es 2001 dafür von der Regierung einen Antrag gegeben hat. Was ist der Unterschied zwischen einer privaten und öffentlichen Wasserversorgung? Die private Wasserversorgung ist dem Besitzer verpflichtet. Sie ist auf Gewinnmaximierung ausgerichtet. Um die Wasserversorgung effizient und rentabel zu gestalten, werden die Anzahl der Mitarbeiter verringert, die Wasserpreise erhöht und im schlimmsten Falle ökologische Standards vernachlässigt. Im Gegensatz dazu steht die öffentliche Wasserversorgung. Sie ist den Bürgerinnen und Bürgern verpflichtet und ist nicht gewinnorientiert. Sie müssen nicht nach einem Kosten-Nutzen-Denken handeln, sondern orientieren sich an den Bedürfnissen der Bürgerinnen. Das ermöglicht Investitionen in die Infrastruktur und verhindert zum Beispiel das Vernachlässigen von Lecks in den Leitungen, siehe Großbritannien. Österreich verfügt über ein gut ausgebautes Leitungsnetz. Mein Appell ist, wenn wir eine gute Wasserversorgung beibehalten wollen, dass wir Genossenschaften, die sich in den Gemeinden für die Wasserversorgung einsetzen, mit mehr Subventionen fördern und Entscheidungen über die Wasserversorgung sollen wieder auf Gemeindeebene gefällt werden. Dort ist man näher an den Bürgern und kann nach ihrem Willen entscheiden. Danke. Dieses Thema gewählt? Naja, anfangs habe ich eigentlich keinen Bezug zu diesem Thema gehabt, aber am Rauchhof habe ich mit meinem Schulsprecher darüber gesprochen und da ist mir eigentlich erst bewusst geworden, wie eigentlich provokant dieses Thema ist, weil jetzt geht es uns ja noch nicht ab, aber
wenn sich das Wetter, also wenn einfach die Umstände schlechter werden und das Wasser privatisiert wird, kann es wirklich die Rahmenbedingungen unseres Lebens verschlechtern. Wieso haben das die Briten, glaubst du, gemacht? Naja, da hat es in den 90ern unter der Eisernen Lady, unter der Margaret Thatcher, hat es da eine, Sie dürfen jetzt nicht fragen, warum, aber Sie haben das für sehr klug gehalten, dass Sie da alles privatisieren. Und jetzt haben Sie den Salat. Danke vielmals. Dein Applaus, ja. Emil Fink, danke. So, dann nochmal ganz kurz eine Frage an die Jury. Ist es